Weitreichende Folgen eines Urteils. Die lebenslange Witwenrente wird abgeschafft. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, in Deutschland ist die Witwenrente, die Mütterrente, die Rente mit 63 in der politischen Diskussion. Viele von denen oder viele fordern ja die Abschaffung der Mütterrente, aber gleichsam auch die Witwenrente und die Rente mit 63. Und Sie werden es nicht glauben, die Rente, die Witwenrente als Dauerrente wird tatsächlich abgeschafft. Das ist die unmittelbare Folge eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, welches aber Gott sei Dank nicht Deutschland, sondern ein kleines, sehr streitbares Land in Europa betrifft. Diesmal nicht Deutschland, wie schon gesagt, sondern unseren südwestlichen Nachbarn, nämlich die Schweiz. Aufgrund eines Urteils des Europäischen Menschengerichtshofs oder Gerichtshofs Menschenrechte ändert der Schweizer Gesetzgeber die Rechtslage und schafft die Witwenrente dort als Dauerrente ab. Müssen Sie sich mal vorstellen, was das für Folgen hätte, wenn es eine solche gesetzliche Änderung in Deutschland geben würde. Ich glaube, dann würden hier im wahrsten Sinne des Wortes bildlich gesprochen die politischen Töpfe rollen. Ja, das sind weitreichende Folgen eines Klageverfahrens, wie gesagt, und dabei ging es um eine Witwenrente eines Klägers, der sich durch das Schweizer Rentenrecht benachteiligt gefühlt hat. Der hat praktisch im Grunde genommen dagegen geklagt, dass er nur eine zeitlich befristete Rente bekommt, aber die anderen, also seine weiblichen Pendants, die Witwen, die bekommen eben zum Teil lebenslange Witwenrenten gezahlt, und da fühlte er sich ungleich behandelt. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stellte die Ungleichbehandlung tatsächlich fest. Und was hat er dann gemacht? Der hat dann die Schweiz aufgefordert, die Rechtslage zu ändern. Ja, meine Damen und Herren, und Sie werden es nicht glauben, die Schweiz hat dann im Grunde genommen genau das gemacht, mit dem niemand gerechnet hat. Die haben gesagt, okay, wir gleichen die Rechtslage an. In der Schweiz gibt es dann, also wir gleichen die Rechtslage zwischen Mann und Frau an. Und deshalb nehmen wir sozusagen den Frauen die lebenslangen Renten weg. Damit pari pari sozusagen. Und Frau und Mann bekommen dann zukünftig unter bestimmten Bedingungen dann zeitlich, nur noch zeitlich befristete Witwenrenten. Beide hinterbliebenen Rentner werden damit de facto gleich behandelt. Die Schweiz muss Geld sparen, wie in Deutschland auch. Das wird aber auf den Rücken vieler betroffener Witwen praktisch dann gemacht. Da gibt es auch einen großen Aufschrei in der Schweiz. Bin mir auch nicht ganz sicher, ob das wirklich Bestand haben wird oder ob es da nicht irgendwann mal wie mit der 13. Monatsrente in der Schweiz, die ja auch durchgekämpft worden ist oder erkämpft worden ist über eine Volksabstimmung, ob es dann nicht hier auch noch eine Volksabstimmung geben wird und dass die lebenslangen Witwenrenten dann sozusagen für beide Geschlechter wieder eingeführt werden. Warten wir mal ab, ob da noch das letzte Wort gesprochen ist. Ja, also, der Schweizer Bundesrat hat dann auf die Entscheidung reagiert, aber nicht so, wie sich das einige erhofft haben, hatte ich schon gesagt. Und die Witwenrente wird nicht mehr als Dauerrente gezahlt, sondern nur noch bis maximal zum 25. Geburtstags des jüngsten Kindes. Eine längere Witwenrente gibt es dann unter bestimmten Voraussetzungen nur noch, wenn die Witwe ein behindertes Kind betreut. Laufende Witwenrenten werden auch als Dauerrenten für diejenigen gezahlt, die über 55 sind. Da bleibt die Rechtslage so, wie sie ist, bestehen. Jüngere Witwen werden die Renten nach einer Übergangsphase von 2 Jahren, wenn sie kein unterhaltsberechtigtes Kind betreuen, gänzlich gestrichen. Also genauso wie bei den Männern in der Schweiz. Ja, meine Damen und Herren, so kann es gehen. Ja, ohne Häme, muss ich ganz ehrlich sagen, hat der Schweizer Bundesrat am 23. Oktober 2024 die Änderung des hinterbliebenen Rechts durch ein entsprechendes Gesetz des AHVG zugestimmt. Die Änderungen sind weitreichend. Verbände und Frauen kritisieren diese Änderung zu Lasten der Frauen.
Diese sind in der Schweiz vielfach von Altersarmut betroffen. Man möchte es wirklich nicht glauben. Schweiz, ein so mega reiches Land, ein Haufen Milliardäre und Millionäre rennen da rum. Aber es gibt wirklich in der Schweiz unter Rentnern eine sehr, sehr hohe Armutsquote. Denn die Schweizer Renten reichen hinten und vorne nicht aus zum Leben. Solche Zustände haben wir ja nun auch langsam in Deutschland. Ja, meine Damen und Herren, die geänderten Gesetze werden, so ist zu befürchten, die Armutsgefährdung von Frauen in der Schweiz noch mehr verschärfen. Ja, ich kann nur hoffen, dass in Deutschland es nicht dazu kommt, dass die Witwenrente als Dauerrente oder die Witwerrente als Dauerrente abgeschafft wird, sondern dass die rentenrechtlichen Regelungen hierzu bestehen bleiben. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.